Für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind der Uni-Fernsehsender und uns gibt es jeden Mittwoch live um 18.18 Uhr hier bei OrgaTV. Und ja, wir sind übrigens die Moderatoren für dieses Semester. Ich bin die Sondrin. Und ich bin der Benny. Und mit uns werdet ihr noch ganz viel Spaß haben. Auf jeden Fall. Wir haben ihn auch. Ja, wir haben ihn auch. Und bezüglich der Sendeformate haben wir für euch was ganz Besonderes überlegt. Zum einen Bewerbungstipps für jeden Studenten wichtig. Wir geben euch Tipps von Anschreiben bis zum tatsächlichen Vorstellungsgespräch. Und unter der Rubrik haben wir zum Beispiel auch ein Interview mit einem Experten und begleiten euch am Karrieretag. Das zweite Format heißt OrgaTV deckt auf. Und da gucken wir für euch hinter die Kulissen an der Uni und versuchen, etwas mehr Transparenz zu schaffen, was da so passiert. Unsere dritte Rubrik ist das Thema Flucht. Hierzu möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall spannend und mitreißend. Natürlich haben wir auch noch andere Themen, aber dazu gibt es später mehr. Genau, und um das Ganze zusammen zu filmen und zu schneiden und alles, sind wir natürlich nicht allein, sondern haben ein riesengroßes Team hinter uns stehen. Und damit ihr das auch mal kennenlernt, haben wir ein Vorstellungsvideo vorbereitet und das möchten wir euch jetzt gerne zeigen. Hi, ich bin Lisa. Ich berichte dieses Semester über alles rund um das Thema Flucht. Hi, ich bin Benny. Zusammen mit Sondrin moderiere ich die Show. Und nebenbei kümmere ich mich um die Rubrik OrgaTV deckt auf. Hi, ich bin Fabio und ich führe die Regie bei OrgaTV. Hey. Ich bin Chris und ich kümmere mich dieses Semester um Film und Schnitt. Hallo, ich bin Sandrine. Wie Benny schon gesagt hat, werden wir dieses Semester zusammen moderieren. Und nebenbei gebe ich euch noch richtig geile Bewerbungstipps. Ja, genau, das war unser süßes Team. Und gemeinsam, wie ihr bestimmt gesehen habt, haben wir ganz viel Spaß. Und wenn ihr immer live einschaltet, könnt ihr genauso viel Spaß mit uns haben. Auf jeden Fall, schaltet ein. Abgesehen von den gerade genannten drei regelmäßig gebrachten Sendeformaten haben wir natürlich auch noch Platz für jede Menge andere Themen. Und natürlich sind wir für Vorschläge offen. Genau deswegen haben wir uns die Kamera gepackt und sind zusammen an der Uni rumgelaufen, um euch zu fragen, was ihr sehen wollt. Und das wollen wir euch jetzt zeigen, was eure Kommilitonen so uns für Antworten gegeben haben. Habt ihr schon mal was von OrgaTV gehört? Nein. Ich auch nicht. Also ich habe es nur öfter mal hier gelesen, aber ich wusste nicht, was es ist. Nein, leider noch nicht. Ich habe noch nichts davon gehört, ne. Nee, hab ich leider noch nicht gehört. Nee, bisher noch nicht. Nee, bis jetzt noch nicht. Also ich werde gerade interviewt, aber... Bisher kannte ich es noch nicht. Ne?
Was würde euch denn interessieren rund ums Thema Uni oder hier in Saarbrücken Studentenleben? Was euch so einfällt? Frage. ein paar mehr Infos über die Uni. Also man bekommt natürlich nicht so viel mit über die Lehrstühle, wer geht, wer wiederkommt, wer ersetzt. Also ich finde, man bekommt wenig mit als Student und es wird nicht wirklich viel informiert. Das wäre vielleicht ganz schön. Ja, also so bezüglich Veranstaltungen, das wäre vielleicht ganz interessant, dass man da vielleicht noch mehr Werbung machen könnte. Ja. Gerade, ich studiere auch Sport, vielleicht gerade zum Hochschulsport. Genau, ja. Und was wäre so mit Karrieretipps oder wenn du zum Beispiel Bewerbung, wie du schreibst eine Bewerbung oder auch Themen, die ich ansprechen würde? Ja, gut, für mein Studium speziell wird es jetzt mich nicht betreffen, aber generell, glaube ich, ist das schon auf jeden Fall was, das man hier irgendwie ja, auch thematisieren sollte. Und ja, vielleicht was über den Hochschulsport und mal, was man sonst außer Lernaktivitäten so an der Uni machen kann. Also in Wohnheimen, da gibt es ja immer diese Wohnheimpartys und so Heimbarnächte. Ja, genau. Ja, vielleicht was darüber und vielleicht ein bisschen mehr Werbung, dass man auch weiß, wer ihr seid. Also ich studiere ja im ersten Semester Computerlinguistik, deswegen so Beiträge aus Informatik, Mathematik würde mich am meisten interessieren. Okay, cool. Und generell ist gerade für ein Erstsemester einfach ein bisschen was zu Veranstaltungen, vielleicht auch ein bisschen Background-Wissen zu was passiert hinter den Lehrstühlen, was passiert. Was gibt es für Neuerungen? Was ist geplant? Ja, genau, das wäre ganz gut, weil ich mich auch noch nicht so gut auskenne, dadurch, dass ich im ersten Semester erst bin. Ja. Also da ich jetzt hier neu an der Uni bin, würde mich einfach mal interessieren, was hier so abgeht, was hier jeder so macht, was man so für Möglichkeiten hat. Was der Asta zum Beispiel macht, wann welche Veranstaltungen sind, sowas. Allgemeine Infos, denke ich, zur Uni. Ist nie schlecht, halt welche Veranstaltungen gerade so dran sind, was es Aktuelles gibt insgesamt. Würde halt auch, ich kenne ein paar Kollegen oder so, wenn dann Projekte gemacht werden von der Uni oder von Studentengruppen, die dann auch bei Wettbewerben oder sowas mitmachen, denke ich, wäre das auch ganz interessant und auch ein Beitrag wert, das dann dazu bringen. Solche Dinge finde ich ganz nett und natürlich auch, was so insgesamt losgeht an Lehrstühlen, was umstrukturiert wird. Wir haben ja jetzt viele Kürzungen gehabt und alles und ja, so allgemeine Dinge oder halt auch dann mal spezifisch in die einzelnen Fachrichtungen mal reinzugucken. Und wirst du einschalten bei unserer ersten Sendung am Mittwoch, nächsten Mittwoch 18.18 Uhr auf orga.tv und dann auch auf YouTube? Ich werde es nochmal angucken. Ja, natürlich. Ja, werde auf jeden Fall einschalten. Jetzt, wo ich davon weiß, werde ich bestimmt mal reinschalten, mir das angucken. Bestimmt. Soweit die Stimmen eurer Kommilitonen. Fehlt euch noch was? Habt ihr noch Vorschläge? Gibt's was, was wir unbedingt senden müssen? Dann meldet euch bei uns. Ihr könnt euch uns kontaktieren über die Homepage www.orga.tv, über Facebook und auch über YouTube. Und nebenbei freuen wir uns auch über Likes. Und jetzt geht's weiter mit unseren Überraschungsgästen. Genau, natürlich auch ich freue mich über einen Daumen hoch und hier kann ich Sie schon willkommen heißen. Kommt rein! Hallo! Es geht's. Guten Abend! Guten Abend! Hi. Ihr kennt wir bestimmt Mikro, noch... Das müsst ihr euch teilen. Ah, das kriegen wir hin. Wir haben uns ja jetzt 3 Semester lang dieses Pult geteilt. Kriegen wir auch hin. Ja, ihr kennt bestimmt noch die Moderatoren aus dem letzten Semester, die Yasemin. Ja, was geht? Und die Michaela. Wie geht's euch? Habt ihr den Weg hierher noch gefunden? War nicht schwer, ne? Nee, nicht so lange her. Ging noch. Und im schlimmsten Fall folgt man einfach dem Einspieler und dann fehlen leider auch ins Studio. Ich glaube, das merke ich mir. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr hier seid. Wir freuen uns. Immer wieder gerne. Ja, vielen Dank. Und dann fange ich direkt noch mit der ersten Frage an. Und zwar würde uns interessieren, was denn für euch so der witzigste Moment bei OrgaTV war? Also, ich glaube, der allerwitzigste Moment, was ich auch nicht vergessen werde, war, als wir uns hier live
Avocado-Maske ins Gesicht geschmiert haben, um mal für verjüngte Haut zu haben. Mhm. Das war sehr, sehr lustig. Also, hat funktioniert? Ja. Also meine Haut hat dann noch 3 Tage lang noch nach Avocado gestunken. es war sehr angenehm, ja. Ja, also der Scholz wollte ja leider nicht probieren. Also wir wollten es ihm ja auch anbieten, aber er wollte nicht. Aber ich glaube, das Lippenpeeling hat er sich dann später so ganz heimlich in den Sack gesteckt. Da war er nämlich mega begeistert von. Ja, ansonsten in jedem Dreh gab es immer irgendwie einen witzigen Moment. Ich fand halt unser Vorstellungsvideo, das war halt sehr witzig, weil bei der Sarah, die Sarah ist ständig über den Stein gefallen. Bei der Anne-Christine ist immer ein Bus dazwischen gekommen und dann war sie irgendwann auch total genervt. Und bei jedem ist immer irgendwie was passiert und deswegen in jedem Dreh. Ja, ist gar nicht so einfach, haben wir jetzt auch gemerkt. Ja, total, aber macht Spaß. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Und ihr habt ja viele Beiträge gedreht und aus eigener Erfahrung, nach so kurzer Zeit weiß ich schon, am Ende ist man ein bisschen stolz. Das stimmt. Und auf welchen Beitrag oder auf was an der Show wart ihr so am stolzesten? Also ich muss sagen, ich war auf das Gesamtprojekt sehr stolz, dass wir die 14 Sendungen vollgekriegt haben. Ja. Jeder Beitrag hatte für sich was. Also ich war auf das Gesamtprojekt, einfach die komplette Staffel, kann man ja sagen. Ne? Wir haben ja eine richtige Staffel hier gedreht. Ja. Sehr, sehr stolz. Kann man, glaube ich, auch sein. Ja, also auf jeden Fall. Dass man das einfach zusammen auch geschafft hat und so als Team zusammengewachsen ist, das war einfach echt super. Das merkt man bei uns auch schon ein bisschen. Muss man festhalten, ja. Muss man mitnehmen, ja. Und was habt ihr so für eure Zukunft mitgenommen aus dem Projekt OrgaTV? Also ich fand es halt echt super, dass das mal so ein was anderes ist, aus dem Uni-Alltag raus, dass man mal was anderes lernt, dass man einfach auch mal lernt, wie das so ein bisschen hinter den Kulissen abläuft, dass es nicht nur gerade so einfach ist, wie viele Leute da hinten dran stehen, wie viel Arbeit da hinten dran steckt, also das ist halt, das ist, macht man sich nicht so Gedanken drüber eigentlich vorher, wenn man das nicht so selber erlebt hat. Und vor allen Dingen, welcher Student kann von sich behaupten, am Ende vom Semester einen Film schneiden zu können, ja? Also wir könnten es machen, also man nimmt halt extrem viel mit, ne? Auch so organisatorisch, dieses ganze Planen, Interviews planen, die Interviews durchführen, man lernt neue Menschen kennen, sieht auch viele verschiedene Charaktere, Leute, die irgendwie so total schüchtern sind, die man so ein bisschen überzeugen muss, so vor die Kamera zu kommen. Oh ja. Oder Leute wie mich, ne, so die da sich gar nichts draus machen und so. Und war sehr schön. War super. Ja. War super schön. Ich habe die Frage vergessen, aber ich glaube jetzt einfach. Kein Problem, kein Problem. Ich habe auch noch eine. Also so, das ist sehr gut. Was hattet ihr denn so für Anfangsschwierigkeiten? Oh, bei uns am Anfang, also was wir am Schluss halt auch einfach dann gemerkt haben, es war am Anfang das Schwierigste mit dieser Menge an 14 Sendungen, füll die mal. Also, das war so dieses Problem, was wir am Anfang hatten, oh Gott, wie kriegen wir die halbe Stunde voll und dann müssen wir so viel vorproduzieren und kriegen wir das alles zeitlich hin. Und das war so am Anfang so eine Schwierigkeit, wo wir dachten, oh Gott, war dann gar nicht so. Ja. Meint man gar nicht. Das stimmt. Vor allen Dingen irgendwann so am Anfang, da, wie sie sagt, oh Gott, 14 Folgen füllen, ne? Oh Gott, wie machen wir das? Was machen wir da? Und dann irgendwann auf einmal so zack, oh mein Gott, letzte Sendung. Und dann da waren wir schon sehr, sehr traurig, ne? Weil es war wirklich so von heute auf morgen das so vorbei und genießt den Moment auf jeden Fall. Genießt die ganze Folge hier, diese ganze Sendung. Versprochen, machen wir. Das ist eine Serie-Modus. Die nächste Staffel. Genau, genießt die Staffel. Genießt es. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Man kann viel mitnehmen fürs Leben. Okay. Man kann neue Freunde finden. Unser Team ist jetzt befreundet. Wir gehen sogar, haben wir jetzt abgemacht, in einer Woche oder zwei nochmal zusammen essen oder trinken. Beides. Ja, oder beide. Wir wollen immer essen. Wir wollen immer essen, die anderen wollen immer trinken. Ja, und dass ihr ganz viel Spaß habt auf jeden Fall dabei. Ja, haben wir schon gehabt. Und wir sind zuversichtlich. Ich glaube, wir werden noch viel Spaß haben. Ich glaube auch. Okay, habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps für uns? Nicht verzagen. Also, wenn man doch meint, es klappt nicht, es klappt immer irgendwie tatsächlich. Und wenn man bis
2 Sekunden vor die Sendung anfängt, noch einen Beitrag schnell exportiert. Okay. Das hatten wir auch schon. Das klappt trotzdem. Macht mir keine Angst. Nein, ich glaube, ihr seid viel besser organisiert schon. Direkt die erste. Haben wir sehr gemacht. Nee, macht, bleibt locker. Ja. Habt Spaß. Vielleicht mit der Kamera ein bisschen. Macht euer Ding. Also ihr werdet es, glaubt mir, ihr werdet es später, werdet ihr sagen, oh nein, jetzt ist schon wieder rum und wir hätten gerne noch mehr das gemacht und das. Also genießt es auf jeden Fall. Ansonsten Tipps, ihr könnt uns jederzeit anrufen. Okay. Wir sind sofort da. Wir kommen dann, schmeißen kurz die Sendung. Heute Abend. Ihr könnt ja voll erfahren. Gut. Nein, das kann also, ich schon. Also, nehmen wir uns zu Herzen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Immer wieder gerne. Aber wir machen das Ganze nicht allein und wir nehmen uns das auch nicht alleine zu Herzen. Genau. Und deswegen hätte ich euch gebeten, dass ihr uns den Rest vom Team kurz mal reinschickt. Ja, alles klar, machen wir es. Wir sind dann mal weg. Wir sagen ein letztes Mal tschüss. Vielen Dank, dass ihr da wart. Immer wieder gerne. Danke. Erfrischend, oder? Ja. Ja. So, jetzt. Bin ich gespannt, wie lange die Jetzt füllen wir die Lücke mit dem ersten, dem zweiten. So viel Raum hier. Okay, hier haben wir den Chris und die Lisa und den Fabian. Zusammen sind wir dieses Semester Orga TV und moderieren euch die Sendung. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken, wir haben viel Spaß beim Drehen. Bye bye, bis nächste Woche. Tschüss.